Hallo und herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Es ist morgens vor der Arbeit und ich werde eine Runde datteln. Wir waren hier gerade fresh im Sumpf unterwegs. Frage ist, ob wir jetzt hier wirklich weitermachen oder ob wir wieder zum Sturm gehen. Wir haben ja jetzt diesen Zauber, ne? Ich würde es gerne mal probieren. Das meine ich natürlich nicht Schonung, sondern diesen anderen. Aber Schonung sollten wir auch einsetzen, wenn wir da oben runterspringen. Ich gar nicht so dumm. Ed und Baldwin. Die Schmiede. Ah ja, und Waffe upgraden müssen wir auch, aber jetzt haben wir eh keine Schulz. Tja. Schauen wir mal. Die sollten jetzt nicht mehr auf mich schießen. Fände ich ganz famos, wenn das so wäre. Ich weiß noch nicht, wie lange das hält. Müssen wir mal drauf achten. Nebelanzeige da. Schonung kann ich jetzt nicht casten. Guck mal, jetzt ist schon vorbei. Okay, es hält überhaupt nicht lange, die Tarnung. Genug Dunkelmondsteinscherben, um unsere Waffe abzugraden. Hatte das jetzt abgebrochen, weil ich hier so gemacht habe? Wenn das nicht so lange hält, dann hilft uns das nicht so unbedingt. Siehst du mal, ist schon wieder vorbei, der Scheiß. Das ist nicht gut. Eigentlich sollte sich die Lage jetzt ein bisschen beruhigen. Das Spell wieder benutzt haben. Hier würde ich trotzdem gerne durchrennen, mehr oder weniger. Oh, guck mal, wir haben uns durchgekämpft. Das sind 12.000 Seelen. Die Seelen sind hier halt echt grandios. Grandios gut. Leider. Hier brauche ich ja den Schonungsspell, wenn ich hier durchgehe. Lit with fire. Und wie viel Damage mir es trotzdem gemacht hat. Er wollte mich in den Arm nehmen, aber ich wollte nicht. Treffen kann, ne, wenn der sein Spell macht.
fragwürdig. Ich verstehe das nicht so genau. Woher kommen die Lachtanten? Meine Tarnung vorbei, man sieht es instant. Man hat den Boss wieder rumtapsen, das ist das, ne? Oh. Oh. Das ist der Lappengegner. Ist nicht der Lappengegner, ne? Ich hab bloß Schonung drin. Alter! Ich wäre jetzt beinahe gestorben wegen diesem blöden Sprung nach hinten. Den ich immer gar nicht machen will. Ich hasse diesen Skill. Und der ist super ungünstig gelegt. So 19.000 haben wir jetzt. Kriegt man also 19.000, wenn man hier einmal durchläuft? Ja. Okay. Och Mann, ey, dieses Scheißspiel manchmal. Entschuldigung, aber da muss ich flamen, wenn ich halt... Ja, genau. Wenn ich... es macht halt keinen Sinn, warum ich da runter glitch. Ich lauf ganz normal rüber. Ich laufe ganz normal, ey. Warum geht das dann nicht? So, hier für den Boss werden wir mal eben gehen Vollmondgras und altes Gewürz only. Ich weiß nicht, wie ich ihn am besten beibekomme. Nahkampf gehen mal. In dem Moment kriegt er fette Sehnstrahle ab. Geh doch weg, Mann! Also. Okay. Egal, ich nehme jetzt Gewürz. Vollmondgras. Was noch mal? Was noch mal Schonung? Und
jetzt interessant, wie oft wir bei dem einfach daneben hauen. So for no fucking reason. Er steht ja vor uns. Oh fuck. Oh Gott, und tot. Noch weiter weg komme ich nicht. Essen! Essen. Komm, gib. Okay. He's not amused. Wieso er mich damit dann immer erwischt? Bin ich der Meinung, ich rolle ganz gut. Haben wir uns wieder beruhigt, guter Mann? Wenn ich aufstehe und ich überhaupt nichts machen kann dagegen. Okay, meine Schonung ist wahrscheinlich gleich wieder alle. Genau. Schonung recasten. Altes Gewürz. Zurück auf Heilzeug. Get wrecked. Der Dämon wurde besiegt. Verfehle des alten Helden. Ja, geil. Und diesen nervigen Part schon hinter uns gebracht. Am Haufen Seelen bekommen, was sehr erfreulich ist. Erdnappte Dämonenseele und jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Wir kennen den Spaß. Ob wir neuen Zauber lernen können. Und sterben, ganz wichtig. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Somit ist das Gebiet fast fertig. Geil. Thou seekest soul power, then touch. Dann touch the demon inside me. So, wir wollten Kondition noch ein bisschen pushen, wegen Ausrüstungslast. Ich nenne jetzt die zwei Punkte in Vitalität, die ich da drin haben möchte. Die allgemeine Gegenstandslast erhöht. Auch nicht schlecht ist. Aber ich möchte ja mich einmal umrüsten. Art thou done? Jetzt müsste es sogar schon passen. Jetzt müsste ich eigentlich... Thank goodness, I was... Brauchst du keine Sorgen um mich machen, Kumpel. Ich bin schon auf mich auf. Alte zerfetzte Stiefel. Mhm. Und das wir mitnehmen werden. Zerfetzte Stiefel? Da düstere Beinschienen, ne? We are in debt. Düstere Beinschienen. Jawohl, guck's dir an. Sind ein Magier im Rittersgewand. Kein Problem. Was sagt meine Ausrüstungslast dazu? Ja, meine Gegenstandslast? Naja, ist halt ein bisschen vorbelastet. Are you here? Very well. Nichts Neues. Oh. Hm.
Bravo! Thank you. Let me pass. I am one step closer to the essence, our human potential. Na dann. Nichts Neues, ne? Was ist los, Spikey? I am fully prepared. I can still. Da geht nicht eine Demon's Souls Folge, ne? Ohne dass du mir. Miau machst. Miau, 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 miau. Dann werde ich mal sterben, wa? Ne? Mikey. Ich möchte sterben, wa? Und rollen. Wo ist das, Mikey? Ich muss erstmal aus dem Fenster gucken, was da abgeht. So. Dann hole ich mir mal meine Seelen wieder. Und wir sind jetzt ganz cool ausgerüstet. Und wenn wir jetzt mal die Stats angucken, sagen wir mal Vitalität erstmal auf 20. Dann haben wir 20 Wit, 22 Kondition, 30 Int, 30 Magie. Mal ganz cool. Dann würde ich Magie, glaube ich, erstmal auf 40 machen. Dann Kondition und Vitalität auf 30. Ich meine, ja klar, wir reden hier von großen Zeiträumen. Ich will mir diese kleinen Sachen ja gar nicht mehr kaufen. Also was mache ich mit den Restseelen? Komm, wir gehen mal zum Schmied. Was soll's, wir gehen mal zum Schmied. Wir können unsere Waffe mal upgraden. Zwar nur einmal, aber. Mike, was machst du da? So. Die nochmal zu verkaufen. Ja, den Low-Scheiß nicht. You want to play, don't you agree? Oh. Ich weiß nicht, ob es möglich wäre, in der Zeit rüber zu laufen, wo da einer kommt und drauf zu landen. Ich will das Risiko einfach gar nicht eingehen. Als unnötig zu sterben, muss nicht sein. Hey du. What if it be a blacksmith? Then. Reparieren können wir mal. Waffe aufwerten bitte. Genau, das Falkion. Auf plus 3. Bam. Was machen wir jetzt? Noch 5 Dunkelmondsteinscherben. Also nochmal upgraden. Kaufen hast du gar nichts. Each ore has a grade. Mighty weapons can only be blessed by ores of high grade. The highest grade of ore is a pure ore that shines in utter brilliance. The spirit. The highest grade of ore is a pure. Well done. Irgendwie. Ich glaube, manche Sachen habe ich einfach nicht getan, die ich eigentlich tun muss. Eigentlich müsste ich mir auch Waffen machen können von den Dämonenseelen. Kann ich irgendwie nicht. Also irgendwo mache ich was nicht so richtig. Leider. Wir sind von der Zeit aber eigentlich noch ganz gut dabei, ne? Wir müssen eigentlich noch nicht aufhören. Wollen wir noch weiter gucken, vielleicht?
Wir wissen ja mittlerweile, wie das läuft. Mit nach dem dritten Boss kommt eigentlich direkt der vierte Boss. Wollen wir noch einen Boss in die Folge? Nee, ne? Nein, das machen wir nicht. Beware the limit. Beware the limits of your strength. Haben wir denn Seelen zum Ploppien? Wir haben drei sagenumwobene Soldaten. Seelen. Warum haut er jetzt? Dämonenseele, Soldatenseele. Wir sehen eine Heldenseele. Ja, jetzt habe ich die zwar geploppt, aber reichen tut's nicht, ne? Reichen tut's nicht für ein Level Up. War ganz knapp dran. Brauchen wir für ein Level Up? Wo ist sie? Da sitzt sie. Soul of the mind, key to life. 22.000. Mau, dann machen wir es jetzt ganz einfach. Gehen kurz einmal hier. Dann töten wir einmal da unten diesen Typi. Habe ich vielleicht ein bisschen früh gegeben, das Zeug. Kann ich mir natürlich auch für die Seelen Dunkelmondsteinscherben kaufen. Meine Waffen nochmal upgraden. Man merkt das Upgraden. Gibt halt auch jedes Mal eine Dunkelmondsteinscherbe. Das ist ziemlich cool. Mit Pfeil und Bogen soll man den echt gut farmen können. Einige Male. Problem an der Sache ist halt, dass wir den Bogen nicht richtig führen können. Wow, hier haben wir noch eine Seele vergessen gehabt. Ich habe mein Schild gezückt die komplette Zeit. Durchgehend. Und ja, wenn mich einer hittet, okay, aber ich habe LB, also L1, durchgehend gedrückt gehalten. Kann mir das Spiel mal kurz erklären? Was da jetzt passiert ist. Und wenn ich den Knopf gedrückt halte, kann ich doch nicht sterben. Weil dann zieht mein Schild und dann blocke ich die Pfeile. Eigentlich. Ja, wir müssen Risiko gehen. Scheiß was drauf, wa? Durch, Jungs. Ich war mir gerade so sicher, dass ich sterbe. So, hier war ich reingegangen. Diese Schonung hilft nicht gegen Magie. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit und ziemlichen Aua sagen. Das haben wir 29.000 Seelen, kein Problem. Ach, okay. Jetzt weiß ich, wo wir waren, alles gut. So. 29.000, kein Problem. Können wir Level Up machen. Wir kaufen halt die Scherben. Wir haben jetzt eine, ne? Ne, zwei haben wir. Wir brauchen nach wie vor sechs. Oder? Brauchen wir vier. Eine kostet 3.000. 36.912. Und dann können wir unsere Waffen nochmal upgraden. Ich glaube, das ist effektiver als ein Level Up jetzt. Oh, hallo. Mit doch Halbmondgras und zunehmender Mondgras. Aber wie man sieht, ist ja recht teuer. Verstanden.
Oh. Ich hole mal einfach noch eine, falls es jetzt 7 geworden waren. Ich bin mir nicht sicher. Ich hole noch eine. Dann haben wir 8. Hallo? Hallo? Oh. So. Und dann upgraden wir stattdessen einfach die Waffe nochmal. Ich meine, das eben hat man schon gemerkt. Das, oh, dass wenn wir sie nochmal upgraden, sollte man das auch wieder merken. Und das wäre cool, wenn wir so voll stark sind und so. Ansonsten kann man die ja eigentlich auch entspannt farmen. Also mit Farmen und Kaufen nebenbei kann ich eigentlich off-Video meine Waffe richtig hart pushen, ne? Dies und schon sind wir mit der Folge bei 26 Minuten, kein Problem. Ein bisschen hin und her laufen, ein bisschen dies, das. Dann können wir in der nächsten Folge entspannt mit einem Bossfight starten. Plus 72. 172. Nicht schlecht, würde ich behaupten. Ich habe ihn gar nicht gesehen. That's the one. Aha. Red hot. Demon. Now you can bless your weapon with another demon soul. Abgeben glühende Dämonenseele. Ja, hier. Wise choice. You've done well to put your trust in the great blacksmith dead. Bring me a demon soul! I shall use it to bless your weapon. Wieso tut das jetzt und davor nicht? Ich kann daraus einen Wahnsinnsfokus machen. Oh, der wäre so viel besser gewesen. Ich habe gelbe Dämonenseele und die habe ich jetzt schon nicht mehr. Er erhöht die Stärke der Zauber drastisch, halbiert aber die maximalen MP. Okay. Halbiert A mit Magie, der nicht. Ach shit, das ärgert mich jetzt. Der Wahnsinnsfokus wäre schon geil gewesen. Ein Schild könnte man auch upgraden, aber dafür bräuchte man farblose Dämonenseele. Okay, ich habe wirklich nur 6 gebraucht. So, dann brauche ich jetzt 5 Dunkelmondstein-Klumpen, die habe ich nicht mehr. Einen reinen Dunkelmondstein. Daran zu kommen, jetzt ist scheinbar ein bisschen schwieriger. Ja, aber cool. Meine Seele hier abgegeben, könnten jetzt quasi Dämonenwaffen machen. Jetzt müssen wir natürlich die eine oder andere Waffe mitnehmen, damit wir gucken können, was wir aus der machen können. Alter! Diese Physics des Spiels sind scheiße! Eine Glitcherei hier. Scheiße, ja, mit dieser Glitcherei hier. Nein! Warum springst du denn zurück, du dummes Mädchen? Ich drücke die B-Taste, um nach vorne zu rollen und sie springt rückwärts. Mein Gott. Da wird doch der Fuchs im Braten verrückt. Keine Ahnung, was ich rede. Bloß weg hier. Nächste Folge gibt's da ein Bossfight. Und ich konnte mir den Fokus nicht machen. In die Scheiße. Du Scheiße. Ja, das müssen wir alle machen. Genau wie das müssen wir alle machen. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir es nicht nochmal kaufen, weil es uns einfach überfüllt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Demon's Souls, wa? Bis dahin. Tschüss.